Präsentiert von Empress Tag TV und Gecko Ammunition. Servus, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge auf der IWA 2022 hier aus Nürnberg. Mit mir steht der Andreas von Gecko. Andreas, grüß dich. Hallo, servus, wir haben uns ja schon gesehen. Wir hatten uns gestern tatsächlich im Livestream, wir haben ja diese große Live-Aktivierung gemacht, war live, war auf Englisch. Ich muss gestehen, ich war echt nervös. Ja, ich war auch nervös. Live ist natürlich immer noch etwas anderes, ja, etwas leicht angespannt, aber ich denke, wie es dann losging, hat super funktioniert. Hat gut funktioniert. Hinter uns war ja auch so eine ganz Traube an Leuten, also richtig unter Zuschauern sprechen. Ich bin ja sowieso jetzt so der Verhaspler vor dem Herrn. Wir haben über Gecko hatten wir gesprochen. Genau. Und, oh Wunder, jetzt sprechen wir wieder über Gecko. Da haben wir es nämlich auf Englisch gemacht, jetzt machen wir es auf Deutsch. Wir sprechen über die DTX-Line bei Gecko Ammunition. Was kann die DTX-Line? Die DTX-Line ist ein Vollmantelgeschoss, wo wir dafür da sind, dass wir sagen, fürs Training wirklich. Wo du sagst, okay, das ist noch nicht für die Competition, aber Training ist extrem wichtig. Da müssen wir rein, da waren wir in der Vergangenheit einfach nicht präsent. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen nochmal eine Line. Preis, Einstieg, gute Munition, gute Qualität, aber zum guten Preis. Wir hatten vorhin, bevor wir die Kamera angestellt haben, hast du zu mir gesagt, pass auf, Mo, es ist auch wichtig, dass Leute, die sich jetzt gerade in, also jetzt nicht speziell in dieser Zeit, aber generell einfach in der modernen Zeit als moderner Shooter, die Zeit nehmen, zu sagen, hey, pass auf, ich gehe trainieren, ich will besser werden. Warum ist das für diese Leute so wichtig, dass eine vernünftige Trainingsmunition zu einem vernünftigen Preis überhaupt zur Verfügung steht? Erstmal geht es natürlich um riesige Mengen. Im Training, da wird natürlich einiges verballert und jedes Ding, was da rausgeht, das ist richtig Geld. 1000 Schuss an der Woche sind nix, ne? Und da kann ich natürlich verstehen, wenn man sagt, okay, ich kann hier keine Millionen ausgeben, sondern ich brauche trotzdem ein gutes Produkt, das gut funktioniert und das aber auch die Sicherheit gibt, dann in der Competition oder im Wettkampf da wirklich auch top mitzugehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt unser Produkt nicht absichtlich schlechter, aber wir schauen, dass wir es optimieren, dass wir schauen, auch für den Trainingsbereich das Bestmöglichste rauszuholen und haben dann gesagt, okay, wir gehen mit einer Gecko DTX-Line in diesen Bereich rein und das gibt uns wirklich Erfolg. Also wirklich der Einstieg zu einem guten Preis, aber trotzdem Top-Performance. Wir selber haben ja schon mit unserer kleinen Serie Zero to Hero, die uns so ein ganzes Jahr produktionsmäßig lahmgelegt hat, viel DTX geschossen. Tolle Munition, vernünftige Treffpunkt, Wiederholgenauigkeit, möchte ich sagen, was ja beim Training wichtig ist. Jetzt sind wir aber in einer Zeit, wo zum Beispiel das Thema Environment groß gespielt wird. Der Bleibann steht an, euer CEO hat es auch im Livestream anmoderiert und hier sehen wir schon das grüne Logo. Genau, in dem Bereich, ja, wo es im Endeffekt um Sportschießen geht, sehen wir, dass wir auch unsere Präzision mit einem Kupfergeschoss genauso halten können. Deswegen haben wir dieses Lead-Free-Kupfergeschoss drauf gemacht, extrem hohe Präzision, trotzdem in dem Bereich Wiederholgenauigkeit, wie du es schon gesagt hast, also funktioniert perfekt und für den Trainingsbereich nur zu empfehlen. Und meine letzte Frage ist, wir haben viel auf 2.2, auf der 2.2.3 Plattform geübt, AR-15 jetzt in general, aber jetzt sind wir in 3.08 unterwegs. Genau, 308 natürlich etwas besser oder höheres Kaliber, das Ganze. Da geht es auch ein bisschen um die Ladung. Das Pulver muss gut abgestimmt sein, auch wieder für die Wiederholgenauigkeit. Da haben wir wirklich einen guten Mix gefunden. Das Zündhütchen passt optimal, also gut abgestimmt. Für den Preis nochmal wirklich top. Andreas, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist schon sehr busy. Wir lassen dich auch in Ruhe. Liebe Leute, die Gecko DTX in 308 LED Free ist ready für die Leute, die sagen, pass auf, ich nehme mir die Zeit, um zu trainieren, damit es dann nicht zu sehr an den Geldbeutel geht, damit es am Ende nicht die Ausrede gibt, naja, hätte ich mehr Kohle, könnte ich mehr trainieren, wäre ich besser, wäre ich erfolgreicher. Ist nicht, denn Gecko DTX. Liebe Leute, Andi, danke für deine Zeit. Super, danke, bis bald. Ciao.